Okay. Okay, du, hey, ich muss Schluss machen, ja? Okay. Moin Vize, Mann. Das ist ein Vizinger. Kannst du losgehen? Ja, sicher, erstmal schön in Abwarten. Och, Stalle. Nach Würzburg, hergeschickt von der ZVS. Noch grün hinter den Ohren, wir fühlten uns verloren. Wohnungssuche, Stress. Warum Würzburg, hat man uns oft gefragt. Hamburg liegt am Meer, Heidelberg ist elitär. Doch die haben uns abgesagt. Doch dann am Main, der erste Frankenwein. Erst die Tage, erster Pflichttermin. Bei der Kleiderkette, strippen um die Wette, wir zogen aus, um uns auszuziehen. Damals, es ist lang her, gab es eine Phase, wenn ich was von erzähle, ging's nur um Kanäle und die Map-Map-Map-Kinase. Schnell war klar, unser Semester hat sehr, sehr geile Leute. Zauberberg und Brauhaus, lesen wir die Sau raus und machen das noch heute. Man schaut zurück und denkt an Köpsel, Kugler, Tränkern. Vom Testat würde die Zeit uns oft mal knapp. Ich frag mich, ob ihr noch den Netten kennt, der auflegte im Kettenhemd. Jetzt machen wir's wie er und hauen ab. Endlich Arzt, nach all den Jahren ist es jetzt für uns soweit. Endlich Arzt, danke Würzburg für die wundervolle Zeit. Nach vier Semestern war die Motorik noch recht grob. Wunden adaptieren, Lungen auskultieren mit einem neuen Stethoskop. Dann die erste Nadel, ich höre noch, wie man sagt: Blaue Flecken gibt's nicht wenig, die Vene triffst du eh nicht. Und da hat man recht gehabt. Onkel Hans beginnt zu klagen, aua, mich drückt so auf den Magen. Und der Stuhlgang riecht auch unangenehm. Tante Frieda, die hat Schmerzen, trotz der Kraft der Doppelherzen. Dank Docs, Docs, alles kein Problem. Endlich Arzt, nach all den Jahren ist es jetzt für uns soweit. Endlich Arzt, danke Würzburg für die wundervolle Zeit. Prepfasching-Legenden, Anatomiebaumfeierei. Prost und zum Wohle mit Feuerzangenbowle, jedes Jahr waren wir dabei. Dann kam das Staatsexamen und man denkt sich öfters mal: Was für eine Schnapsidee vom IMPP, doch heute Abend ist egal. Was falsch oder korrekt war, Hauptsache wir haben Sekt da. Und unterm Strich ist unser Resümee: Studieren, das ist eben geilste Zeit im Leben. Es war legendär, auf Wiedersehen, ade. Endlich Arzt, nach all den Jahren ist es jetzt für uns soweit. Endlich Arzt, danke Würzburg für die wundervolle Zeit. Arzt, nach all den Jahren ist es jetzt für uns soweit. Endlich Arzt, danke Würzburg für die wundervolle Zeit. Was
Geil. Das war doch schön, das war schön. Ja? Mach mal nochmal das Ende, klatsch und ich mach ein paar Close-Ups von einzelnen Personen, ja? Das ist jetzt das Mann. Okay.